Guten Tag, liebe Schülerinnen und liebe Schüler. Herzlich willkommen in unserem Online-Deutschunterricht für die siebte Klasse. Dobar dan, drage učenice i dragi učenici. Dobrodošli u našu Online-Nastavu za sedmi razred. Unser heutiges Thema ist Sport, Teil 3. Naša današnja tema je još uvijek Sport, treći dio. Mein Name ist Jasnika Hajpek und heute bin ich eure Deutschlehrerin. Was lernen wir heute? Što ćemo danas naučiti? Wir lernen verschiedene Sportarten nennen, Informationen über Sport in Texten verstehen, die richtige Wortfolge in Nebensätzen mit der Konjunktion das wiedererkennen, einen Text im Internet über einen Sportler oder eine Sportlerin verstehen und im Perfekt chronologisch den Text nacherzählen. Dakle, što ćemo raditi? Imenovat ćemo različite vrste sportova, razumjet ćete osnovne informacije u tekstovima o sportu, prepoznat ćete pravilan redoslijed riječi u zavisnim rečenicama, razumjet ćete tekst sa interneta o nekom poznatom sportašu ili sportašici i onda ćete taj tekst u perfektu prepričati. Also, was braucht ihr für die heutige Lektion? Du brauchst ein Heft, einen Bleistift, Internetverbindung und Kopfhörer. Za današnju video lekciju potrebna ti je bilježnica, olovka, internet i slušalice. Und was sehr wichtig ist, in jedem Moment könnt ihr eine Pause machen. I ono što već znate, u svakom trenutku možete zaustaviti ovu video lekciju. Also los, beginnen wir. Pa krenimo. Wie geht es dir heute? Kako se osjećaš danas? Hast du deine Morgengymnastik gemacht? Jesi li napravio svoju jutarnju tjelovježbu? Antworte mündlich. Odgovori usmeno. Wir sind noch immer beim Thema Sport. Welche Sportarten magst du? Koje sportove voliš? Magst du boksen? Voliš li boks? Oder Diskuswurf. Bacati disk. Sprech mir nach. Diskuswurf. Ja, richtig. Diskuswurf. Oder Gewicht heben. Podizati utege. Sprech mir nach. Gewicht heben. Ja, Gewicht heben. Oder magst du Handball? Voliš li rukomet? Oder klettern, ili se penjati. Oder laufen, trčati. Oder magst du kugelstoßen, bacati kuglu. Sprecht mir nach, kugelstoßen. Ja, kugelstoßen. Oder reiten, jahati. Oder skifahren, voliš li skijati. Oder magst du volleyball. Also, pausiere die Videolektion und antworte mündlich. Welche Sportarten magst du? Dakle, pausirajte videolekciju i usmeno odgovorite. Koje sportove volite? Welche Sportarten hast du trainiert, gespielt oder ausprobiert? Koje vrste sportova si trenirao, igrao ili možda isprobao? Zum Beispiel, ich habe Handball trainiert und ich habe Skifahren und Reiten ausprobiert. Und du? Also welche Sportarten hast du trainiert, gespielt oder ausprobiert? Also pausiert jetzt die Videolektion, denkt ein bisschen nach, antwortet mündlich und schreibt einen Satz auf in eure Hefte. Pausirajte sada Videolekciju, razmislite. Dakle, koje sportove ste trenirali, a koje ste možda samo probali, ono isprobali. Dakle, odgovorite usmeno, imate dolje pomoć i napišite jednu rečenicu u bilježnicu. Dakle, nabrojite to sve, jel? Čime ste se bavili i što ste možda samo probali. Was haben diese Jugendlichen gestern trainiert, gespielt oder ausprobiert? Pogledajmo što su ovi mladi jučer trenirali, igrali ili isprobali.
Seht ihr euch die Bilder noch einmal an. Probiert die Sličice još jednom. Hier könnt ihr die Videolektion stoppen, also sich die Bilder und die Ausdrücke ansehen und die Sätze in eure Hefte aufschreiben. Dakle, ovdje možete zaustaviti videolekciju, pogledajte si sličice i izričaje i zapišite u bilježnicu, pazeći na položaj glagola u rečenici, dakle, pomoćni glagol mora biti na drugom mjestu, particip na kraju i napišite te rečenice. Ich habe noch eine zusätzliche Frage für euch. Imam još jedno dodatno pitanje za vas. Wo liegt der Unterschied in den Sätzen? Zum Beispiel, das Mädchen hat den Boxsack geschlagen und das Mädchen ist auf das Hochseil geklettert. Da, u drugoj rečenici imamo glagol kretanja. Dakle, vidimo ovdje ovaj drugi niz, crvenim markirano, dakle to su sve glagoli kretanja. Dakle, kada budete pisali rečenice, pazite, glagoli kretanja tvore perfekt pomoću glagola sein. Dakle, ist geklettert, ist gelaufen, ist gefahren, ist geritten. Evo, napišite rečenice. Habt ihr die Sätze so aufgeschrieben? Jeste li ovako napisali rečenice? Das Mädchen hat den Boxsack geschlagen. Der Junge hat den Diskus geworfen. Der Junge hat 100 Kilos vom Boden in die Luft über den Kopf gehoben. Der Junge hat die Metallkugel geworfen und er hat den Ball ins Tor geworfen. Und das Mädchen ist auf das Hochseil geklettert, es ist einen Marathon gelaufen, der Junge ist Ski gefahren und das Mädchen ist eine Stunde geritten. Dann hast du das Tobacco napisali rečenice. Wenn nicht, also jetzt pausiert die Videolektion und schreibt die Sätze, also verbessert, macht eine Verbesserung eurer Fehler. Ja? Jetzt bist du dran. Was hast du vorige Woche trainiert, gespielt oder ausprobiert? A sada si ti na redu. Što si prošli tjedan trenirao, igrao ili isprobao? Zum Beispiel, hast du deinen Boxer geschlagen oder hast du Tischfußball ausprobiert? Jesi li udarao vreću za boks ili si isprobao stolni nogomet? Oder, bist du Fahrrad gefahren oder hast du auf dem Heimtrainer trainiert? Jesi li vozio bicikl ili si trenirao na sobnom biciklu? Ako ništa od navedenog, možeš reći ich habe keinen Boxer geschlagen, ich bin nicht Fahrrad gefahren und ich habe nicht auf dem Heimtrainer trainiert. Antworte mündlich, pausiere jetzt die Videolektion und schreibe die Sätze in dein Heft auf. Dakle, pausirajte videolekciju, odgovorite usmeno i zapišite rečenice u bilježnicu. Pri tome pazite na poredak glagola, što smo rekli za pomoćni glagol na kojem mjestu, a gdje ćemo staviti particip perfekta. Habt ihr die Sätze so aufgeschrieben? Jeste li ovako napisali rečenice? Jetzt ist die Zeit für eine digitale Übung. Sada je vrijeme za jednu digitalnu vježbu. Pausiert die Videolektion und geht auf die Internetseite und löst die Übung. Dakle, pauzirajte videolekciju, otiđite na internetsku stranicu i riješite vježbu. Die Übung ist über den Link bit.ly. bit.ly/welchesportart4 und über den QR-Code erreichbar. Dakle, vježbu možete pronaći preko poveznice bit.ly/welchesportart4 i preko QR-koda. Ja, was macht ihr in dieser Übung? In dieser Übung sollt ihr in jedem Satz die richtige Sportart erkennen. Dakle, u ovoj vježbi trebate u svakoj rečenici prepoznati o kojem se sportu radi i izabrati taj sport između ponuđena tri sporta. Zum Beispiel, u zadnjoj minuti je zabio gol i onda su vam ponuđena tri sporta i vi morate onda vidjeti da li je to, ne znam, odbojka, bacanje diska ili se radi o nogometu. Dakle, uvijek birate jedan od ta tri. Ihr habt sieben Sätze. Imate sedam rečenica. Viel Spaß! Zabavite se!
Jetzt seht ihr euch das Video über verschiedene Sportarten an. Diese Sportarten sind in den USA beliebt. Pogledat ćete sad video o različitim vrstama sportova koji su omiljeni u Americi. Zuerst lest die Aussagen in der Tabelle. Pročitajte najprije tvrdnje u tablici. Das Video ist über den Link bit.ly, also bit.ly/was-spielen-sie erreichbar und über den QR-Code. Dakle, video možete pogledati preko poveznice bit.ly i preko QR-koda. Während ihr euch das Video ansieht, denkt darüber nach, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. Dakle, dok budete gledali video, razmislite o tome jesu li tvrdnje točne ili nisu. Unter der Tabelle sind die Wörter, die ihr vielleicht nicht kennt. Ispod tablice se nalaze riječi koje možda ne znate. Naprimjer, ein Tor schießen oder er hat das Tor geschossen, dakle pucati na gol. Der Reifen ist runtergefallen, obruč je pao dolje, den Ball treffen, er hat den Ball getroffen, dakle baciti loptu ili pogoditi loptu. Dakle, pogledajte video onoliko puta koliko vam treba kako biste bili sigurni da ste razumjeli sve informacije i kako biste mogli odgovoriti na sva pitanja. Viel Spaß, uživajte! Habt ihr die Sätze so angekreuzt? Jeste li ovako označili rečenice? Ries und Courtney haben Basketball gespielt. Da, oni nisu igrali, dakle košarku, igrali su nogomet. Ries hat kein Tor geschossen. Ries nije zabio gol, vidjeli smo u videu da je zabio. Marlies Reifen ist nicht runtergefallen. Marlijev obruč piše da nije pao dolje, da, pao mu je obruč, vidjeli smo. Valerija hat den Ball getroffen. Ne, Valerija nije uspjela pogoditi loptu. Und Terence ist auf den Boden gefallen. Ja, Terence je pao na pod. Ja, ich bin sicher, dass ihr alles richtig gelöst habt. Sigurno sam da ste sve točno riješili. Lest den folgenden Text über einen bekannten kroatischen Fußballspieler. Pročitajte tekst o jednom poznatom hrvatskom nogometašu. Den Text müsst ihr nicht abschreiben, ihr könnt ihn über den QR-Code erreichen. Tekst ne morate prepisivati, možete ga učitati pomoću QR-koda. Unter dem Text sind Wörter, die du vielleicht nicht kennst. Ispod teksta se nalaze riječi koje možda ne poznaješ. Zuerst najprije, später kasnije, dort tamo, ist geflogen, vom Verb fliegen, je odletio od glagola letjeti. Danach sollt ihr die Sätze aus diesem Text chronologisch in die richtige Reihenfolge bringen. Nakon toga ćete trebati rečenice iz tog teksta kronološki poredati. Also, was ist zuerst passiert, was danach, was später und was ganz am Ende des Textes kommt. Dakle, obratite pozornost na kronologiju, dakle što je bilo najprije, što je nakon toga i kako je na kraju tekst završio. Also, wenn du nicht sicher bist, also lies den Text zweimal, dreimal, nimm dir Zeit, wie viel du brauchst. Und löse dann die nächste Übung. Dakle, pročitajte tekst onoliko puta koliko vam treba, dva puta, tri puta, dok niste sasvim sigurni da ste uspjeli razumjeti sve informacije iz teksta. Und wenn du sicher bist, kannst du zur nächsten Übung wechseln. I kad ste spremni, možete otići do sljedeće vježbe. Also, bringt die Sätze in die richtige chronologische Reihenfolge. Dakle, poredajte rečenice kronološki kako su se javljale u onom tekstu koji ste malo prije pročitali. Ihr könnt wieder die Sätze über den QR-Code erreichen. Dakle, opet ne morate prepisivati ove rečenice, možete pomoću QR-koda učitati pa preko mobitela čitati rečenice i poredati kronološki. Habt ihr die Sätze so angeordnet? Jeste li ovako poredali rečenice? Luka hat zuerst in Zadar Fußball trainiert. Später ist nach Zagreb gefahren. Nach einiger Zeit ist nach London geflogen.
In England hat Luca im Club Tottenham viele Freunde gehabt. Und Luca hat 7-mal den Preis als bester Fußballspieler gewonnen. Ja? Also ich bin sicher, dass ihr die Sätze richtig angeordnet habt. Sigurno sam da ste tačno poredali rečenice. Ja, also dieser Fußballspieler ist Luka Modric. Dakle, nogometaš o kojem smo čitali je Luka Modric. Sigurno sam da ste pogodili. Was hast du über Luka Modric von früher gewusst? Und was hast du nicht gewusst? Što si o Luki Modriću od prije još znao, a što si sada saznao? Zum Beispiel, ich habe gewusst, dass er in der Nähe von Zadar gelebt hat. Recimo, ja sam znala da živi u blizini Zadra. Und du? Was hast du gewusst? Was hast du nicht gewusst? Da bismo o tome mogli pričati, moramo najprije pogledati red riječi glagola. Vidimo ovdje da je Luka rekao ich habe zuerst in der Nähe von Zadar gelebt. To smo znali od prije. Dakle, da pomoćni glagol nam ide na drugo mjesto i da nam je particip perfekta na kraju. Ali ako ste čuli, ja sam rekla ich habe das gewusst, dass Luka zuerst in der Nähe von Zadar gelebt hat. Što se dogodilo sa pomoćnim glagolom? Da, pomoćni glagol je otišao na zadnje mjesto, a particip? Da, na predzadnje. Dakle, kada mi govorimo, znači to više onda nije obična, jednostavna rečenica kako smo do sad imali, nego imamo zavisnu rečenicu. Dakle, kada rečenica počinje zavisnim veznikom, dakle, ich habe das gewusst, das, i naravno ne može više biti ich zamjenica, nego moramo reći on kaže da je, ja? Zamjenicu ja stavljamo u er i glagol više ne može pomoćni glagol ostati na svom drugom mjestu, dakle pomoćni ide na zadnje mjesto, a particip ide na predzadnje mjesto. To ćemo sad vježbati. Dakle, vi ćete probati reći also, was hast du gewusst, was hast du nicht gewusst. Dakle, vi ćete počinjati rečenicu ich habe gewusst, dass er, znao sam da on, ich habe nicht gewusst, što niste znali. Evo. Ergänz die Sätze mit den vorgegebenen Verben. Dakle, dopunite rečenice sada zadanim glagolima. Evo, znači vidimo gehabt hat, gelebt hat, gefahren ist, gewonnen hat, geflogen ist, trainiert hat. Dakle, vidimo da, budući se radi o zavisnoj rečenici, ich habe gewusst, dass, da će nam ovi pomoćni glagoli biti na zadnjem mjestu. Ne morate prepisivati rečenice, opet imate QR kod, pa pomoću QR koda možete učitati rečenice, pa na mobitelima riješiti. Habt ihr die Sätze so ergänzt? Jeste li ovako dopunili rečenice? Also ich habe gewusst, dass er zuerst in der Nähe von Zadar gelebt hat. Dakle, to je ovo što smo rekli, pomoćni glagol je na zadnjem mjestu. Ich habe gewusst, dass er später nach Zagreb gefahren ist. Opet nam je na zadnjem mjestu pomoćni. Ich habe gewusst, dass er nach ein paar Jahren nach England geflogen ist. Ich habe gewusst oder nicht gewusst, dass er im Club Tottenham viele Freunde gehabt hat. Ich habe gewusst oder nicht gewusst, dass er mit der kroatischen Nationalmannschaft trainiert hat. Und ich habe gewusst oder nicht gewusst, dass er den Preis als bester Fußballspieler gewonnen hat. Nadam se da ste i vi ovako riješili. Und jetzt deine Hausaufgabe. A sada zadaća vaša. Finde im Internet Informationen über einen bekannten kroatischen Sportler oder eine bekannte kroatische Sportlerin. Schreibe zwei Informationen auf, die du über diese Person gewusst hast und zwei, die du nicht gewusst hast. Danach erzähle diese Informationen einem Freund oder einer Freundin nach. Napravit ćete zadaću jedno malo istraživanje. Dakle, na internetu pronađite podatke o nekom drugom poznatom hrvatskom sportašu ili sportašici. Zapišite dvije informacije koje ste znali u toj osobi, dvije koje niste. I nakon toga to prepričajte prijatelju ili prijateljici. Diese Ausdrücke können dir helfen. Ovi izričaji vam mogu pomoći. Sjetite se što smo učili. Ich habe gewusst, dass, dakle, znao sam da, pa ćete upotrijebiti što ste znali. Sjetite se u zavisnoj rečenici sa das, znači naš pomoćni glagol mora biti na kraju.
Oder ich habe auch gewusst, znao sam i ovo, pa opet nešto. Dakle, ako bude glagol kretanja, pazite sa glagolom sein ćete nabrati. Und dann zwei Informationen, die du nicht gewusst hast. Zatim dvije informacije koje su vam bile nove. Ich habe nicht gewusst, dass, dakle opet iza das nam ide subjekt, particip na predzadnje mjesto i pomoćni glagol na sami kraj. Und dann ich habe auch nicht gewusst, dass er oder sie. Dakle, ovi izričaji vam mogu pomoći prilikom pisanja zadaće. Und hier so könntet ihr die Aufgabe lösen. Ovako ste možda mogli napraviti. Also ich habe hier über Domagoj Duvnjak geschrieben. Ich habe gewusst, dass der Handballspieler Domagoj Duvnjak in Đakovo gelebt hat. Dakle, pazite pri ovom zadatku na glagole, znači pomoćni mora biti na kraju. Ich habe auch gewusst, dass er nach Deutschland geflogen ist. Ich habe nicht gewusst, dass er im Handballclub Kiel gespielt hat. Und ich habe auch nicht gewusst, dass er im Mai 2020 den Preis als bester Handballspieler der Bundesliga gewonnen hat. Und bewerte dich selbst jetzt. A sada procijeni sam sebe. Kannst du Sportarten nennen, die du trainiert, gespielt und ausprobiert hast? Wenn du alle Sportarten nennen kannst, kannst du einen grünen Haken ankreuzen. Wenn du nur einige nennen kannst, kannst du einen gelben ankreuzen. Und wenn du dabei noch Hilfe brauchst, kannst du einen roten ankreuzen. Dakle, možeš li imenovati sve sportove koje si trenirao, igrao ili isprobao? Ako to možeš, ako možeš sve, stavit ćeš zelenu kvačicu, ako možeš samo neke imenovati, žutu kvačicu i ako pri tome još trebaš pomoć, stavit ćeš crvenu. Kannst du die gelesenen und die gehörten Texte zum Thema Sport verstehen? Wenn du das kannst, kannst du einen grünen, gelben oder roten Haken ankreuzen. Razumiješ li sve pročitane i slušne tekstove koje smo danas imali na temu sporta? Dakle, opet procijenit ćeš i stavit ćeš kvačicu gdje treba. Kannst du im Internet die wichtigsten Informationen über einen Sportler oder über eine Sportlerin verstehen und hast du diese Informationen gewusst? Wenn du das kannst und gewusst hast, kannst du wieder einen grünen, gelben oder roten Haken ankreuzen. Dakle, na internetu jesi li najvažnije informacije o sportašu ili sportašici razumio i jesi li ih znao? Dakle, opet procijenite i stavite kvačicu gdje treba. Und das letzte, kannst du einem Freund oder einer Freundin nacherzählen, was du gelesen hast und was du nicht gewusst hast. Wenn du das kannst, kannst du wieder einen grünen, gelben oder roten Haken ankreuzen. I zadnja aktivnost, znaš li prepričati prijatelju ili prijateljici informacije koje si na internetu istražio? I znaš li to prepričati, znači što si znao, a što nisi znao? Opet procijenite i stavite kvačicu gdje bi trebalo. Und zum Schluss, hier sind die Quellen, die ich für diese Videolektion benutzt habe. Ovo su izvori koje sam koristila za pripremanje ove lekcije. Und vergesst nicht, nehmt euch Zeit und macht Sport. I ne zaboravite. Uzmite si vremena i radite tjelovježbu. Das könnt ihr auch zu Hause machen. Možete to i kod kuće raditi. Das war alles für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.